Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einem weiteren Update von meiner Ausstellungsanlage. Und heute dreht sich alles um das, was ihr hier schon seht, um eine Kette mit Zahnrädern. Das wird nämlich eine Knopfdruckaktion von einem Rasenmäher. Mit dem Bau habe ich schon recht früh angefangen. Ziemlich zeitgleich mit dem Drahtverlegen. Ich habe diese Zahnräder und diese Kette von Konrad. In den Zahnrädern sind Messingstangen. Einfach in das Holz ein Loch gebohrt und habe dann dort die Zahnräder reingesteckt. Die Kette konnte man dann auf seine gewünschte Länge kürzen. Hier seht ihr dann das Ganze nun von unten. Hier sieht man auch die Messingstangen. Darunter habe ich einfach eine Plastikplatte geklebt. Die verhindert, dass das Zahnrad rausfliegt, wenn ich mal die ganze Anlage irgendwie transportieren möchte. Und man sieht auch den Motor. Das ist ein stinknormaler 6-Volt-Motor, der es nicht wirklich bringt. Ja, der hat sich nicht gedreht, deswegen musste ein Getriebemotor her, der sich ziemlich langsam dreht, aber auch mit 9 Volt. Und das war dann ein bisschen problematisch. Dazu gibt es aber gleich noch mehr. So, hier sieht man das Ganze nochmal. Dort habe ich jetzt aus dem Styropor entsprechendes, ein bisschen zu groß gewordenes Loch rausgeschnitten. Und auf diese Kette kamen jetzt insgesamt 4 ganz kleine Magneten drauf. Und unter dem Rasenmäher, den ihr auch gleich mal sehen werdet, kamen dann auch noch 2 Magneten, sodass der Rasenmäher dann mit der Kette sich bewegt. Dort gab es dann leider ein paar Probleme. Da die Kette zu weit hochgehoben wurde durch die Magneten, ist diese öfters rausgesprungen und deswegen habe ich mir jetzt so eine Platte hier gebaut. Das verhindert dann, dass die Kette zu weit hochgehoben wird. Und die Magneten sind zwar jetzt nicht direkt aufeinander, aber die sind noch so stark, dass es trotzdem funktioniert. Hier ist nun eine Tür zu sehen, denn diese wird automatisch gesteuert aufgehen und der Rasenmäher wird dann automatisch auch losfahren bis zu einem bestimmten Punkt. Und im Hintergrund sehen wir jetzt auch nochmal die 2 Magneten. Da kamen dann noch 2 Magneten dazu, denn am Anfang hatte ich nur insgesamt 3 Magneten und der Rasenmäher hat sich gedreht. Und um das zu verhindern, habe ich nun vorne und hinten am Rasenmäher Magnete angebracht, also auch auf der Kette vorne und hinten. Hier ist die ganze Konstruktion jetzt schon etwas fortgeschritten. Wir sehen links und rechts 2 Riedkontakte. Dort wird der Rasenmäher stehen bleiben. Ganz links ist die Hütte, kommt die hin. Und ganz rechts kommt eine Hecke oder ein Baum hin, wo der Rasenmäher dann gegenprallt. Hier seht ihr das System, wie ich das steuere. Das Ganze wird von einem Arduino gesteuert. Das ist ein frei programmierbarer kleiner Mini-Prozessor mit 2x2 Relais. Diese Relais sind für den 9-Volt-Motor zuständig, denn der Arduino, wir sehen links diese Pins von 0 bis 13, diese können jeweils 5 Volt ausgeben. Das reicht leider nicht für den Getriebemotor, der braucht nämlich 9 Volt, deswegen muss ich noch die zusätzlichen Relais mit einbauen. Hier sehen wir nochmal die Batterie, die ist im Moment an dem Arduino angeschlossen. Eine 9-Volt-Block-Batterie. Der Arduino hat einen Spannungsregler, der das auf 5 Volt runterregelt. Daran wird später ein Netzteil kommen, auch mit 9 Volt. Oben rechts neben dem Motor sehen wir den Servo, der ist dann für die Tür zuständig, die bis jetzt noch nicht eingebaut ist, die aber noch kommen wird. Und links drüber sehen wir auch noch eine LED, eine LED, die alle Farben darstellen kann. Und bei mir stellt sie grün und rot dar, das heißt grün, du kannst auf den Knopf drücken und rot, die Knopfdruckaktion ist gerade in Benutzung. Der Motor wird einfach von einem ganz normalen modellbaren Trafo angesteuert.
Die ganzen Käbelchen, die hier jetzt dran sind, die gehen zu den Relais und die werden vom Arduino so geschaltet, dass dann der Motor einmal vorwärts und einmal rückwärts läuft. So, genug geschwafelt, jetzt seht ihr mal den Rasenmäher in Action. Man drückt auf den Knopf und die Lampe wird rot. Ihr seht jetzt auch den Rasenmäher, da hängt eine Frau hinten so dran, als wird sie vom Rasenmäher weggerissen werden. So, dort wo jetzt der Rasenmäher stehen bleibt, da kommt ein Baum oder eine Ecke hin und dann wird das ganze System halt resettet und die Frau mit dem Rasenmäher fährt wieder zurück in ihr kleines Hütchen. Die nicht vorhandene Tür wird dann auch wieder zugehen. Wir sehen jetzt so eine kleine Zeit, wo die LED noch rot ist. Das ist einfach, damit nicht dauernd diese Aktion ausgeführt wird. Das kann man dann je nach Bedarf wieder ändern in dem Programmcode. So, hier seht ihr jetzt das Ganze nochmal ohne Abdeckung und man sieht so richtig, wie die vier Magneten dort unten da langfahren und jetzt kommt es gleich an ersten Read-Kontakt. Der Arduino bemerkt es und es bleibt automatisch stehen. Diese Stehzeit, die kann man natürlich auch frei programmieren. Allein dieses ganze Programm ist selbst geschrieben. Das werde ich auch noch mit anderen Knopfdruckaktionen auch noch machen. Hier bleibt da auch wieder stehen. So, hier möchte ich euch einfach nochmal das Programm zeigen. Das kann man auf der Website vom Arduino runterladen. Und wenn man sich ein bisschen mit Programmieren auskennt, dann ist es eigentlich relativ einfach, dort so ein Programm, wie ich es jetzt habe, zu schreiben. Wenn ihr jetzt noch mal ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, auch noch mal genauer das sehen wollt, was in dem Programm steht, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben und ich würde dann noch mal ein Video extra zu diesem Programm machen. So, und dann hoffe ich, euch hat das neue Video gefallen. Nochmal Entschuldigung dafür, dass kein Video jetzt die letzte Zeit kam. Es ist einfach sehr viel zu tun. Aber heute habe ich mir jetzt die Zeit genommen, um euch mal wieder ein Video zu bringen, da es von vielen gewünscht wurde. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Kommentar da. Darüber freue ich mich sehr. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.